Hey, so cool, dass ihr heute wieder dabei seid bei unserem Kinderprogramm. Habt ganz viel Spass. Ist das langweilig? Gar nicht gewusst, dass Fischen so langweilig ist. Seit 5 Stunden hocke ich hier. Gefangen habe ich überhaupt nichts. Oh, der Jimmy ist auch schon eingeschlafen. Also, mal gefangen habe ich schon etwas. Und zwar, liebe Leute, ein Schuh wäre eigentlich noch schön. Vielleicht fange ich ja noch den zweiten. Und nachher. Stinksocken und ein Plastikdings. Das ist der Ertrag von 5 Stunden Fischen. Weißt du es, Jimmy? Kuckus. Ja, bist wieder wach. Da kommt mir gerade eine Geschichte in Sinn. Und zwar, die Freunde von Jesus, die haben auch mal gefischt. Eine ganze Nacht und haben nichts gefangen. Komm, Jimmy. Die schauen wir doch gerade zusammen mal schauen. Hä? Hallo, Kind. Heute gibt es eine Geschichte und ihr dürft gerade mitmachen. Ihr könnt mir helfen. Der Petrus ist mit 6 weiteren Jüngern zusammengehockt. Was wollen wir machen? Was machen wir jetzt noch? Und der Petrus hat schon gleich beschlossen, ich gehe jetzt fischen. Die anderen gemeint, wir kommen mit. Und so sind sie losgelaufen. Kommen wir doch gerade mit. Ans Ufer, an See runter, ins Boot gestiegen, lüpft eure Füße und steigt in das Boot ein. Sucht nach ein gutes Plätzchen. Und dann helfen die Ruder raus auf den See. Hey, ist das schönes Wetter heute für das Fischen. Wo wollen wir unser Netz auswerfen? Was meint ihr, Kind? Sehen wir einen guten Platz? An den Hinger. Helfen wir Ruder. Wenn wir da mal unser Netz auswerfen. Hopp, schmeißt euer Netz raus, Kind. Warten wir mal ein bisschen, schauen, was wir da alles fangen. Dann ziehen wir doch das wieder rein. Helfen doch, helfen ziehen, Kinder. Nochmal fest. Hey, nicht ein einziger Fisch. Nichts haben wir gefangen. Das kann es doch nicht sein. Wir müssen nochmal an einem anderen Ort probieren. Der sieht uns noch gut aus. Kommt, wir rudern dort rüber. Helfen doch noch ein bisschen rudern. Da, probieren es doch da noch mal. Das Netz noch mal rein tun in das Wasser. Oh, das schöne Wetter. Und jetzt wird schon Nacht. Und dann ist auch schon gleich feister geworden. Die Jüngeren haben wieder das Netz rausgezogen. Helfen wieder ziehen. Und wieder kein Fisch. Nicht ein einziger. Jetzt haben wir die ganze Nacht gefischt. Die Sonne geht dort hinten schon auf. Nicht ein einziger Fisch. Ich glaube, wir gehen zurück. Hat der Petrus gemeint. Dann rudern wir wieder zurück. Könnt ihr mir mithelfen, rudern? Hier, da vorne. Ist das nicht jemand? Was meint ihr, da steht doch jemand am Ufer. Helfen wir mal schauen, Kinder. Wer ist denn dort? Freunde, seid ihr? Habt ihr Fische gefangen? Nein, wir haben nicht einen einzigen Fisch. Geht noch mal raus, tut das Netz auf der rechten Seite auswerfen. Dann werden ihr viele Fische fangen. Auf der rechten Seite? Also, wir probieren es. Kommt, wir werfen das Netz da raus. Helfen, Kind, das noch da drin wieder raussetzen, mehr zu tun. Oh, das ist ja alles schon voll. Kind, helfen rausziehen. Das ist. Hey, das mögen wir nicht einmal mehr ziehen. Das bringen wir nicht mehr rein. Da. Wir binden das da mal an. Du aber, Petrus.
Ist das nicht? Das ist doch Jesus. Und der Petrus ist sofort aufgestanden, aus dem Boot rausgekumpelt und ist losgeschwommen. Über das Ufer. Schwimmen doch auch gerade mit. Und dann raus zu Jesus. Die anderen Jünger sind noch im Boot gesessen. Er hat gesagt, ja, dann rudern wir auch sofort zurück. Dann darfst du gleich wieder helfen rudern. Dann angekommen, sind auch die Jünger ausgestiegen. Und ich habe geschaut, wo sind sie jetzt? Hat er hinten, da ist schon das Feuer. Kommen, wir laufen mal zu diesem Feuer rüber. Ey, da sind schon Fische drauf. Und Brot hat es auch. Haben wir Hunger. Wir die ganze Nacht mussten Fische auch gleich nicht gefangen haben. Jesus hat zu ihnen gesagt, geht und holt die Fische, die ihr letzte Nacht gefangen habt. Und der Petrus war der Schnellste. Sofort zurück, geht die Fische holen. Und hat sie mitgebracht. Dann haben sie sich alle ums Feuer gesetzt. Jeder von den Jüngern wusste, dass es Jesus ist. Aber niemand hat ihn gefragt. Und so sind sie da gehockt mit Jesus. Und Jesus hat ihnen Fische und Brot verteilt. Hey Jimmy, ist dir das auch schon mal passiert, dass etwas nicht gerade von Anfang an geklappt hat? So wie bei den Jüngern. Habe ich auch schon erlebt. Und zwar kann ich mich noch erinnern, als ich Velo fahren wollte, habe ich ein schönes neues Velo bekommen. Ich bin aufgestiegen, mein Vater hat hinten beim Gepäckträger gehabt. Und so sind wir gefahren. Und irgendwann hat er dann losgelassen. Und ich bin direkt in den Gartenhaken von Frau Meier gefahren. Ich hätte dann aufgeben können. Aber ehrlich gesagt, ich bin sehr froh, dass ich nicht aufgegeben habe, sondern dass ich weitergeübt habe, weil ich sehr gerne Velo fahren. Du weißt was, Jimmy? Mir kommt noch eine andere Begebenheit in Sinn. Und zwar war das vor ein paar Jahren. Die Cousine meiner Kinder war bei uns in den Ferien und ich dachte, okay, wir machen einen Ausflug in Ballenberg. Sie sind da spät eingestiegen. Der Cousine ist schlecht geworden und sie musste erbrechen. Und zwar über das ganze T-Shirt, über die Hose. Und es hat so gestunken. Auf jeden Fall war mir klar, hey, also kann ich nicht auf den Ballenberg gehen. Putzen hat man es nicht gut können, habe ich probiert, aber es hat gleich so etwas von gestunken. Nachher habe ich gedacht, ja, kein Problem. Zu Brienz aussteigen, in ein Migros gehen oder so und ein billiges T-Shirt kaufen und noch kurze Hosen. Ja, dem war es eben leider nicht so. Irgendwie zu Brienz hatte es irgendwie keinen billigen Laden gehabt. Beim ersten Laden, wo ich reingegangen bin, hat irgendwie das T-Shirt oder die Hose 50, 60 Franken gekostet. Und ich dachte, wow, das kann ich ja niemals. Also nur für ein T-Shirt, aber hallo. Nachher habe ich gedacht, hey, was soll ich jetzt machen? Nachher habe ich zu den Kindern gesagt, hey, weißt du was, jetzt beten wir einfach. Jetzt beten wir einfach Gott und bitten Gott, dass er uns zu einem billigen Laden führt, wo wir einfach das billiges T-Shirt kaufen können. Hey, und nachher sind wir weitergelaufen. Dann habe ich an der Straße irgendwie etwas gesehen von runtergeschrieben und gesagt, hey, Kind, komm, wir gehen dort her. Hey, und dort haben wir wirklich ein schönes T-Shirt gefunden, total abgeschrieben, kurze Hosen, die dazu passt, haben auch mega abgeschrieben. Wir haben für wenig Geld haben wir die Cousine neu einkleiden. Und es hat mich so ein cooles Erlebnis gedacht, irgendwie zu merken, hey, irgendwie zuerst, ja, irgendwie ist es nicht gegangen, hat es nicht geklappt, nicht zu beten und zu merken, hey, Gott hat eingerufen. Das war so genial. Darum, hey, liebe Kinder, wenn etwas gerade im Moment vielleicht nicht klappt, gebt nicht auf. Betet auf Gott. Gott hilft euch. Vertraut Gott. Er ist wirklich da und er hilft euch. Sogar bei ganz normalen Sachen, alltäglichen Sachen, wie in einem T-Shirt. Oh, du. Jimmy, ich glaube, da hat etwas angebissen. Oh. Wow. Ich glaube, das ist ein Riesenfisch. Oh. Wow! Hey! Wow! Hey, wow! Wir haben einen Fisch gefangen! Sogar schon barniert! So genial! Wow! Ich weiss nicht, wie es dir sagt, aber ich tue sehr, sehr gerne spielen. Und darum habe ich mir überlegt, es wäre doch cool, wenn es ein Spiel geben würde,
wo man ein bisschen Geduld muss üben muss. Darum ist man gerade das Leiterli-Spiel in Sinn gekommen. Nachher, wo aber auch alle Spass haben, weil ein Spiel muss unbedingt Spass machen. Und wo wie alle dabei sind, wo man als ganze Familie spielen kann. Darum habe ich hier jetzt ein bisschen ein Spiel erfunden. Und zwar braucht ihr ein paar Sachen. Ihr könnt das Spiel mit dem Link, der bei der Videobeschreibung ist, könnt ihr abladen. Es gibt zwei Versionen. A4-Version, das wäre die hier. Das gibt zwei Blätter. Ein Blatt und zwei Blatt. Könnt ihr das abladen. Oder es gibt auch eine A3-Version, wo ihr das Ganze so abladen könnt. Wenn ihr die A4-Version abladet, dann tut ihr einfach bei diesem Blatt hier abschneiden, damit ihr es dann nachher beim zweiten Blatt dran kleben könnt. Und schon habt ihr das Spiel. Okay, jetzt braucht ihr aber noch mehr Sachen für das Spiel. Und zwar natürlich logisch, Töckle, der Würfel. Nachher braucht ihr Äpfel oder sonst Früchte, so in Portionen. Ihr braucht noch Wasser und ihr braucht noch etwas Süßes. Ich habe jetzt hier Goldfischli, ihr könnt Gummibälle oder Smarties, das, was ihr auch gerne habt. Und dann braucht ihr einfach noch in Rechnung ein kleines Dessert für am Schluss. Okay, und jetzt erkläre ich euch gerade, wie das Spiel geht. Eigentlich funktioniert es genau so wie ein Leiterli-Spiel. Ihr würfelt das Eis, der nächste kommt dran, tut würfeln wieder ein Eis. Und nachher der nächste hat ein Fünfi. Und der vierte hat ein Vieri. Der geht hier. Und nachher sieht er immer dort, wo es ist, der kann jetzt hier oben stehen, bis hierher. Nachher, der Clou ist eben, dass wir immer alles zusammen machen. Also, in diesem Fall jetzt hier, die alle aufstehen und rennen einmal um den Tisch herum und wieder abhöckeln. Nachher spielen wir weiterspielen. Oh, der hat jetzt ein Sechsi. Okay, der Fisch geht da runter. Oh, jetzt trinken alle ein Glas Wasser. Oder könnt ihr Sirup nehmen und so weiter. Ah, das 3. 1, 2, 3. Oha, alle ahmen ein Tiergeräusch nach. Oh, okay, wir kommen zum Schluss von diesem Spiel. Wow, okay. Wenn der erste im Ziel ist, dann ist das Spiel fertig. Und ihr habt euch ein kleines Dessert verdient. Hey, ich wünsche euch viel Spass bei diesem Spiel. Und hey, Jimmy, komm, wir spielen doch das gerade nochmal. Hey, so cool, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen!